Die Oberligapartie zwischen dem ECC Preußen und den Rostock Piranhas wird präsentiert von Urlaub Extra, Medusa, Sharp Deutschland, Komplexa und der Autolackiererei A. Partystimmung, große Emotionen und ein richtig flottes Eishockeyspiel. Der letzte Schlager an der Glocke scheppert übers Eis und reißt so ziemlich jeden vom Hocker. Das finale Heimspiel gegen die Rostock Piranhas, einfach eine große ECC-Sause. Um es einfach zu fassen, war geil, weil Zuschauer waren richtig viele heute da. Und das Spiel um eine Saison mit Hochs und, naja, Tiefs nochmal gebührend zu verabschieden. Genauso wie ihn hier, Jan Schmidt, mit seinem letzten Heimspiel im ECC-Dress. Familiengründer, also Arbeit und Eishockey und vor allem in der Oberliga jeden Tag Training, das ist extrem. Ihm gehören dann auch die letzten Worte vor der Partie gegen den Gast von der Ostsee. Für die Nordlichter zählt nur ein Sieg, denn mit dem erhalten sie sich die Chance auf eine Playoff-Teilnahme. Hey, kommt Jungs, letztes Heimspiel, gibt alles. Lass uns die 3 Punkte einfach nach Hause holen, den Fans noch ein schönes Heimspiel machen und ja. Immer Boys, auf geht's hier. Komm, Boys! Brüsten! Nach den ersten 10 Minuten machen allerdings die Hausherren den Eindruck, als würde es für sie noch um die Wurst gehen. Die Sochier Jungs mit Biss und einigen Top-Chancen. Mittendrin Jan Schmidt, dem immer wieder das letzte Karrieretor auf dem Schläger liegt. Schon stark, was die Berliner da aufs Eis zaubern. Rostock engagiert, aber nicht mit der letzten Konsequenz vorm ECC-Kasten. Anders läuft es bei Schmidt. Nach einigen Anläufen geht es für ihn rein ins Glück und für sein Team mit einer 1:0-Führung in die Pause. Ja, super gespielt. Erstes Drittel super Vorcheck gegangen, alle zurückgearbeitet. Im zweiten Drittel, unsere Mannschaft hat nicht so hart gearbeitet wie im ersten Drittel. Lennys Mannschaft, also Berlin, hat viel härter gearbeitet in den zweiten Drittel. Und harte Arbeit, die wird natürlich belohnt. Die Mannen von der Glocke betreiben ordentlichen Aufwand, um die Rostocker zu ärgern, mit Erfolg. In Überzahl bekommt Jensch die Scheibe und belohnt die Fans für ihre Treue 2:0. Im Partyrausch geht dann fast der dritte Streich unter. Dem Fanblock scheint es Schnuppe zu sein. Die feiern sich in ihre Jungs. Super aufgetreten, viel Kampfgeist, großes Lob ans Team und die Fans. Und in dem Sinne nochmal vielen Dank an die Fans für die Unterstützung in der Saison. War echt toll und unglaublich heute. So, auch das Endergebnis, ein unglaubliches 4:1. Die Piranhas zwar noch mit dem Anschlusstreffer, aber zum Schluss beißen sie sich an Patrick Hoffmann die Zähne aus. Der letzte Heimspielsieg für die Preußen, für Jan Schmidt und auch für Lenny Socio, der wie sein Schützling aus privaten Gründen zurücktritt. Die Jungs werde ich vermissen, weil das war eine Truppe. Die haben alles gegeben in die Kabine, haben immer oben auf mich geschaut und gewartet, was ich gemacht oder getan oder gesagt habe. Und die haben meistens gut reagiert. Lenny Socio, wir werden ihn vermissen, definitiv. Ein guter Trainer. Wenn er in die Kabine kommt, dann ist er halt wirklich Respektperson Nummer 1. Auch von uns an beide alles Gute für die Zukunft. Eine wilde Oberligasaison geht vorbei. Harte Checks, spektakuläre Tore und eine extra Portion Kampfgeist. Das waren die Preußen 2016-17 auf eurem Eishockeysender Nummer 1 Hauptstadtsport TV. Chapeau und Hut ab. Oberliga-Partie zwischen dem ECC Preußen und den Rostock Piranhas wurde präsentiert von Urlaub Extra, Medusa, Sharp Deutschland, Komplexa und der Autolackiererei Arndt.